Bald ist es wieder soweit. Am 14. August findet die nächste Bordische Late Night Show statt. Veranstaltungsort ist auch diesmal wieder Bad Kötzting. Doch anders als sonst findet die Late Night Show nicht in der Spielbank statt, sondern unter freiem Himmel. Da haben wir gesagt, das sind so hochwertige Künstler, die wir bisher hatten. Und dann bietet es sich an, ein Best-of zu machen. Und die Waldbühne der Festspielgemeinschaft am Ludwigsberg ist eigentlich die gegebene Örtlichkeit, dass man sowas macht. Und die Waldfestspieler mit Josef Kolbeck als Vorstand und Beate Bauer sind dermaßen entgegenkommend, dass wir fast gar nicht anders können haben, als dass wir sagen, das machen wir da. Die Festspielbühne hier am Ludwigsplatz fasst knapp 600 Zuschauer und liegt mitten im Wald. Auch mit unseren zwei Moderatoren, der Franzi und der Spezi, wollten wir ein Interview führen. Das funktionierte allerdings nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Was ist dein Handy? Ja, ja, gleich. Das ist ja, meine Frau, weil die habe ich nicht. Ja, grüß dich, Schatz. Ja, Entschuldigung, ja. Nein, ich bin ja gerade im Bad Kötzting wegen der Bayerischen Late Night Show am 14. August. Ja, da haben wir so, ich müsste mir so präsentieren und sowas. Ja, da sind wir doch auf der Freilichtbühne. Ah, ja, total schön da, wirklich super. Also Open Air am 14. August, ja, genau. Da vor die Bayerischen Spielbanken, genau. Wer da ist? Ja, Niki, unsere Freundin Niki ist wieder da. Sachsen die, wir spielen, ja, mein Spätzle ist auch wieder dabei. Und der Hansi Scheurer, Großstadtborzen, Vogelmeier und der Hans-Jürgen Buchner von Heindling, mit dem spielt Sachsen die noch ein paar Songs. Das wird wieder total zünftig, ja. Nein, wir freuen uns schon. Also am 14. August ist das, gell? Ja, schon. Ja, genau sagen wir noch ein paar ein, gell? Ciao, Amadeiri. Also, machen wir weiter. Bleibt zu hoffen, dass der Franzi während seinem Auftritt nicht von seiner Frau angerufen wird. Doch ein entscheidender Faktor muss bei einem Open Air auch noch berücksichtigt werden. Das Wetter. Tja, wenn es denn regnen sollte, gehe ich einmal davon aus, dass wir, auch die Moderatoren, der Franzi und seine Spezi und auch ich, gute Verbindungen zum Petrus haben. Wir haben also schönes Wetter bestellt und gehen erst einmal davon aus, dass wir akzeptables oder schönes Wetter haben. Und wir werden halt zu gegebener Zeit dann irgendeine Entscheidung treffen müssen. Wobei die lauten wird, sprühen wir. Dann bleibt nur noch eins zu sagen. Kommt am 14. August zur Bayerischen Late Night Show. Servus. Habe die Ehre.